das Vorgewendemanagement am Fasttrack. Im Vorgewendemanagement haben wir 5 Speicherplätze, die wir für verschiedene Arbeiten und Sequenzen benutzen können. Innerhalb dieser Speicherplätze kann man die verschiedenen Funktionen zuweisen. Um diese Funktionen nun miteinander zu koppeln, wählt man die erste Funktion an und drückt unten diese Taste. Bei einmaligem Drücken sind diese Funktionen synchron gekoppelt. Es lässt sich jedoch auch eine Zeitverzögerung einstellen. Des Weiteren ist es möglich, durch wiederholtes Drücken dieser Taste eine wegabhängige Steuerung einzustellen. Können wir noch das zweite verknüpfen. Jetzt ist beides so verknüpft, dass bei Drücken der Aktivierungstaste diese Funktionen jeweils synchron ablaufen. Es ist auch möglich, wenn eine Funktion vergessen wurde, diese einzufügen oder eine einzelne Sequenz zu löschen. Das Vorgewendemanagement kann nur ablaufen, wenn alle Funktionen aktiviert sind. Dazu muss in diesem Fall zum Beispiel das Fronthubwerk abgesenkt werden und die Frontzapfwelle einmal manuell aktiviert werden. Dies wird nun jeweils mit Haken über den Symbolen gekennzeichnet. Um das Vorgewendemanagement nun abspielen zu können, drücken wir diese Taste, welche uns auch wieder zu unserem Bildschirm zurückführt. Es wird nun angezeigt, welche Sequenzen ablaufen, und dies kann man mit der weißen Taste abspielen. Es wird auch immer angezeigt, welchen Speicherplatz wir haben und welche Funktionen und wie viele Funktionen im Anschluss abgespielt werden.